Der Main Frankenrock am Freitag, den 12. Juni. Die Vorschau umsonst und draußen. Gast im Studio Hartmut Emser. Und ich renn, das war, wie gesagt, Joris, und der Song nennt sich Neustart. Hartmut, hört sich ja richtig professionell an, und da ist vielleicht schon mal gleich ein Tipp gegeben in die Richtung, dass das umsonst und draußen inzwischen ja auch namhafte und wirklich renommierte Bands auftreten lässt, oder? Ja, mittlerweile schon. Wir haben ja einen Fundus von Bewerbungen, aus dem wir jedes Jahr unsere Musikgruppe, unsere Programmgruppe versucht ja aus diesem Fundus ein passendes, ein tolles Programm für unser UND-Publikum zusammenzustellen. Und da war dieses Jahr eben der Joris dabei. Also wer ihn sehen will, auf jeden Fall Freitagabend, 21:20, merkt sich schon mal vor, auf der Trinnenbühne, der Joris. Ich sag nur dazu, ungeschminkt statt aufgebrezelt. Das passt eigentlich ganz gut zu dem jungen Mann. Also, wo wir es zum ersten Mal gehört haben, waren wir gleich angetan und haben, den sollten wir uns auf jeden Fall mal einladen. Klingt so ein bisschen nach Stars in bleichen Jeans. Ja. Geht schon ein bisschen in die Richtung. Also es ist auf jeden Fall über die Jahre festzustellen beim Umsonst und Draußen, dass wirklich gute Bands, das hat sich rumgesprochen, das Festival. Ja. Wie groß, in welcher Größenordnung rechnest du denn? Oder ist so der Schnitt in den letzten Jahren gewesen? Wir bewegen uns im Moment, ich sage jetzt mal so zwischen 60.000 bis 80.000 Besucher an diesem Wochenende. Wir haben jetzt den Donnerstag noch dabei, seit dem Jubiläumsjahr 25, 2012. Und wenn es gut läuft, können es auch ein paar mehr werden. Da haben wir natürlich auch nichts dagegen. Das steht und fällt einfach mit dem Wetter. So ist es. Denke ich so. Ja. Dann hören wir uns noch von dem guten Joris einen zweiten Song an. Bitteschön. Die Rockdaddies in Action. Main Frankenrock, umsonst und draußen die Vorschau. Main Frankenrock Spezial, umsonst und draußen die Vorschau. Die Wiederholung anhören. Sonntag 18 Uhr, Montag 19 Uhr. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 22 Uhr. Zeig mir die Rose im Asphalt. Der Main Frankenrock am Freitag, den 12. Juni. Die Vorschau umsonst und draußen. Gast im Studio Hartmut Emser.